Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2. Es geht weiter in Port Royal. Ja, da sind wir wieder und wieder hat die Organisation etwas ausgetüftelt, was hier Probleme machen wird. Was es ist, ja, das werden wir natürlich noch sehen. Jack! Zora, helft mir! Das heißt Zora, Donald und Goofy. Lasst ihr mich wegen Details dahinscheiden? Ei, ei. Und dann können wir gleich das neue Schlüsselschwert austesten. Und Sparrow kommt gleich wieder raus. Besiege alle Piraten! Warum gibt es Piraten? Das Aztekengold ist doch wieder zurückgebracht. Nun ja, jeder kann sich schon denken, die Cutscene im letzten Part zeigt natürlich, dass da noch mehr vor sich geht. Und wir können wieder Magie zu unserem Vorteil einsetzen. Und zwar erstaunlich gut. Gegen den zweiten Finish hätte ich zwar jetzt auch nichts, aber so macht es auch Spaß. Und er ist tot. Diese Piraten waren verflucht. Ich dachte, der Fluch des Aztekengoldes wäre Vergangenheit. Was hat das zu bedeuten? Irgendein Taugenichts muss sich daran vergriffen haben. Oh, verstehe. Ihr traut mir nicht, oder? Ausgesprochen schlau von euch. Immerhin bin ich ein Pirat, Freunde. Jack! Zora! Oh, die ist es. Elizabeth. Das riecht nach Ärger. Wartet, Jack. Ich brauche eure Hilfe. Die verwunschenen Piraten sind zurück. Will wollte herausfinden, warum. Also ging er zur Isla de Muerta, um das Aztekengold in Augenschein zu nehmen. Um den Aztekenschatz in Augenschein zu nehmen. Ich habe Angst, dass ihm etwas passiert ist. Ihr müsst mich zu ihm bringen. Ei, das war ja klar. Wenn ihr ihn retten wollt, dann müsst ihr das schon alleine tun, Miss. Alleine? Wirklich, Jack? Zu der Insel segeln und gegen Piraten, gegen verwunschene Piraten angehen? Ihr seid ein absolut, ein resolutes Fräulein. Auf einen Versuch käme es an. Seid ihr sicher, dass er in Schwierigkeiten ist? Nein, sicher bin ich nicht. Aber er ist schon zu lange fort. Ich wollte ja mit ihm gehen, aber er bestand darauf, dass ich hier bleibe. Ich kann hier nicht einfach rumsitzen und nichts tun. Ich muss wissen, ob es ihm gut geht. Was für ein Glückspilz. Bitte, Jack, bringt mich zu ihm. Captain Jack, Sekunde. Ich sehe dabei keinen Profit für mich rausspringen. Ich werde euch entlohnen. Andererseits, ihr schuldet Will etwas. Er hat euch einmal das Leben gerettet. Auch wieder war. Wollen wir? Jack würde sich normalerweise niemals auf eine Schuldenbegleichung einlassen, aber okay. Dann gewähren wir der Story mal diesen Punkt. Aber ich kenne Jack besser. Okay, also schnurstracks zur Isla de Muerta. Ziel. Bam und bam. Und wieder Piraten. Das kennen wir ja schon. So. Bams und Bams und Bams. Sie haben sehr, eine sehr große Lebensanzeige, aber wir machen ja auch wieder ein bisschen mehr Schaden. Oh, Herzlose. Wisst ihr, was ziemlich krass wäre? Eine Fusion aus Herzlosen und diesen Piraten. Das wäre dann also Herzlose, die im Schatten nicht getötet werden können. Ei. Gehst du jetzt raus? Schade, ich wollte ihn rausschieben.
Na. Okay. Danke. Na. Interceptor, Steuerbord voraus! Will! Das ist nicht lustig, Jack. Wir müssen ihn retten. Will, wach auf! Elizabeth. Was ist passiert? Die Medaillons. Und die Steintruhe. Jemand hat sie gestohlen. Dann wurden wir angegriffen. Aber ich konnte nicht sehen, wer es war. Sein Gesicht war verdeckt von einer schwarzen Kapuze. Die Organisation. Wir entkamen aus der Höhle. Aber der Schurke hat uns eine furchtbare Kreatur auf den Hals gehetzt. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, ich habe als Einziger das Schiff erreicht. Will. Elizabeth, ich bin etwas erschöpft. Hier kommen wir ins Spiel. Aber bereitet euch gut vor. Wir wissen nicht, was da draußen wartet. Entschuldigt bitte, ihr Lieben, aber euer Captain hat wenig Lust auf eine furchtbare Kreatur. Oh nein, wir segeln in heimatliche Gefilde. Einfach so? Einfach so. Ja, heimatliche Gefilde. So weit kommt's noch, Jack. Nein, wir gehen raus. Das hier ist kein Passagierschiff. Da ist er schon. Es war also die Organisation. Wir kümmern uns um ihn. Die Dunkelheit in den Herzen der Menschen, die sie zu diesen verwunschenen Medaillons hinzieht. Und dieser Herzlose hier, die Habgier in Person. Ich frage mich, ob sie würdig sind, der Organisation 13 zu dienen. Darauf willst du jetzt eine Antwort? So ist es. Echt? Egal, 1000 herzlosen Mucke schon wieder. Also gehen wir das Ganze doch mal an. Und er sieht ja auch aus wie ein Azteke. So ein bisschen. Der Aztekenherzlose. Was hast du denn noch drauf? Bis jetzt sieht das ja nicht so rosig aus, was du drauf hast. Also einfrieren, das ging leicht. Also so sonderlich viel drauf hat der Boss ja nicht. Guck mal, wie wenig Schaden er macht. Das war schon ein bisschen mehr, aber immer noch nicht so viel Schaden, wie normale Gegner machen. Tut mir leid, das lasse ich nicht zu. So, bam's. Und nochmal. Ich springe aus Absicht rein, einfach nur, weil ich Schaden machen will. Ihr seht schon, der kann mir nicht gefährlich werden.
Und das wär's. Auch schon. Sora hält einen vollen Boost und alle anderen Maximum HP, außer Goofy, der hält einen Charmeur. Nochmal einen Charmeur. Charmeur. Weg ist er. Ich glaube, der war unwürdig. Und jetzt zu dir. Werft ihn über Bord. Ei, ei. Parle. Wie bitte? Perle? Das entstammt dem Piratenkodex. Wenn ein Gegner wünscht zu verhandeln, darf man ihm nichts antun, bis die Verhandlungen abgeschlossen sind. Wir haben keine Zeit für Regeln. Stimmt, aber als ehrenwerte Piraten halten wir uns immer an den Kodex. Meinetwegen. Also raus damit. Ich übergebe euch diese Truhe und entschuldige mich aufrichtig. Überraschend entgegenkommt von dir. Und was willst du dafür? Nur ein paar hiervon. Als Erinnerungsstücke. Was? Oh nein, wir können den Fluch aber nur aufheben, wenn wir alle Medaillons haben. Gleich weißt du, was passiert, wenn man einen Kuhhandel mit Piraten macht. Ah. Zora, Donald, Goofy. Erinnert ihr euch noch, was ich sagte, von wegen Herzlose und diese Zombies mischen? Los. Das war Nummer 10, Luxord. Du hast schon wieder ein Medaillon geklaut. Und wann hätte ich das wohl anstellen sollen? Wieso? Bist du jetzt plötzlich ein Skelett? Vielleicht hat ja ein bisschen Fluch den Besitzer gewechselt beim Kampf gegen dieses Monster. Aber wieso ist an euch dreien noch Haut dran? Weil wir nicht tierisch sind! Was schaust du mich so an? Das löst noch immer nicht das Geheimnis. Donnerwetter! Vielleicht sind wir deshalb unversehrt, weil wir nicht aus dieser Welt stammen. Hierher, schalladrote Schätze! Ja. Wir gehören hier nicht her. Wann sind wir bloß wieder zu Hause? Zora! War bloß ein Scherz. Gut, dass der Fluch nicht auch uns traf, was? Nicht festquatschen, Freunde. Wir brauchen dringend einen schwimmenden Untersatz. Tja, und damit beende ich den Part hier. Bis zum nächsten Mal. Ciao.